Das Amsterdamer Rijksmuseum am Montagmorgen. Alles wirkt normal, doch der Schein trügt. Das komplette Gebäude ist abgeriegelt, sogar die sonst so dicht befahrenen Radwege sind gesperrt. Der Grund für die Sicherheitsmaßnahmen kommt hier angeflogen. In einem dieser Helikopter sitzt Barack Obama. Der US-Präsident war nach Amsterdam gereist, um dem Museum einen Besuch abzustatten. Da selbst ein Gang zum Eingang zu risikoreich wäre, wird Obama auch dorthin in einem Wagen eskortiert. Die Sicherheitsstufe rund um das Museum war wegen des Besuchs des Präsidenten heraufgesetzt worden. Einen Blick auf den hohen Besuch zu erhaschen, war daher unmöglich. Ich kam genau in dem Moment an, als der Helikopter gelandet ist. Ich saß in der Straßenbahn und habe gesehen, wie er über die Amstel geflogen kam. Das war spektakulär. Und die Stimmung ist gut. In keiner Weise beängstigend. Weniger begeistert sind die Amsterdamer über die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen. Das ist doch unnötig. Schauen Sie. Wenn ihn jemand verletzen wollte und so verrückt ist, zum Beispiel eine Rakete abzufeuern, dann geht die doch über die Absperrung weg. Die machen also gar keinen Sinn. Nach einem kurzen Besuch ging es wieder nach oben. Obama reiste weiter nach Den Haag, wo er am Montag und Dienstag am internationalen Atomgipfel teilnimmt.